Damia Rizzini, 27. März, Sonntag, Ostersonntag heute. Ja, es ist ein bisschen Erntezeit jetzt. Ich habe von draußen frische Äste mitgebracht, von Brunus lauroceratus, von der Kirschlorbeere. Die wachsen prächtig jetzt. Das ist eigentlich die große Chance. Meistens sind sie ja so ein bisschen Unterwuchs von Laubbäumen bei uns als invasive Pflanzen. Und die nutzen natürlich vor allem die Kraft dann der Wintersonne, um richtig zu wachsen, weil wenn dann die anderen Bäume, die größeren, ihr Laub erhalten, dann kriegen die Brunus dann nicht mehr so viel Licht. Das heißt, die wachsen jetzt wirklich wunderbar. Und ich muss jetzt schauen, was mit meinen Raupen geschehen ist in diesen Cages drin. Da sieht man natürlich schon von oben relativ deutlich, da hat es einige, die verpuppt sind, andere, die entweder noch am Fressen sind, auf diesen trockenen Blättern aber nicht mehr gerade viel Schönes zum Fressen vorfinden. Die werden wir jetzt ein bisschen erfreuen mit ein paar frischen Blättern hier, damit sie sich da noch gütig tun können und auch noch verpuppen können. Die Äste sind ja hier sehr ausgetrocknet, das heißt, wir müssen diese Tiere wirklich jetzt umsetzen, dass die noch was zu fressen kriegen und vielleicht ihre Entwicklung auch noch abschließen können. Es wird natürlich von diesen Raupen dann nicht die großen Monstertiere geben, das werden kleine bleiben, aber auch die können sich weiter fortpflanzen und auch die können kleine Kokons bauen, so wie zum Beispiel der hier. Das ist also wirklich ein Müsterchen von einem Kokon, werden mal schauen, die Größenunterschiede ein bisschen zu zeigen. Das ist jetzt ein bisschen ein größerer hier, nein, das ist nicht nur ein bisschen ein größerer, der ist sehr viel größer. Hier sieht man auch schon die kunstvoll am Plastikbehälter befestigte Seide hier, die noch ein bisschen glänzt auch. Ja, und das sind die ausgedorrten Äste. Da muss man natürlich jetzt dann sorgfältig das Ganze durchschauen. Manchmal sieht man sowas, das ist eine Präpuppe, die wahrscheinlich begonnen hat, einen Kokon zu bilden, den Kokon aber wieder verlassen hat und jetzt in dieser Präpuppenhaltung eigentlich sich dann nachher häutet zur Puppe. Die haben aber meistens keine Überlebenschancen, wenn sie eine Entomophage sind oder eine Entomophagin, also eine Person, die Insekten isst. Das sind die Präpuppen von Samia Rizzini, die man essen kann. Die haben keinen Darminhalt mehr, was giftig wäre, wenn sie natürlich Kirschlorbeere gefressen hätten vorher. Kirschlorbeere hat ja viel Blausäure, schützt sich damit gegen Fressfeinde, aber nicht gegen Samia Rizzini. Die sind sozusagen abonniert auf blausäurehaltige Pflanzen. Im Ursprungsland, wo Samia Rizzini herkommt, und auch der Name herkommt, Rizzini, Rizinus, ja, da ist eigentlich die Rizinuspflanze die Hauptfutterpflanze von Samia Rizzini. Ja, wir werden jetzt mal da ein bisschen dieses Cage auseinandernehmen. Das wäre eine ganze Ansammlung solcher Kokons hier. Es ist gut, diese Kokons, wenn man weiterzüchten will, die nicht so verklumpt zusammengeballt zu lassen, sondern die möglichst zu vereinzeln und dann auch entsprechend zu montieren auf einem Art Schlupfbaum, etwa so festzumachen. Ich zeige dann das nachher auch mal noch. Ist eine ganze Reihe solche Kokons hier. Warum vereinzeln? Weil manchmal passiert es, dass eine Raupe den Ausgang des Kokons der anderen Raupe wie zuklebt mit den Seidenfaden und dann kann der Schmetterling, wenn er ausgeschlüpft ist, seinen Kokon nicht verlassen und stirbt dann dabei. Das passiert vor allem dann eben, wenn sie so ein bisschen zu fest gemeinsam hier gehalten werden. Ich setze jetzt alle Raupen, die noch nicht entwickelt sind, die kleiner jetzt geblieben und sicher auch ein bisschen zurückgeblieben sind, hier in dieses Gefäß mit den neuen Blättern und suche mir hier alle schönen. So, das ist auch eine ganz klassische Vor-Präpuppa-Zustand, hier dieses gelbliche. Da hat jetzt überall diese Kokons dran. Ja,
Das ist jetzt also Erntezeit hier. Das ist fast ein bisschen wie Ostereier suchen. Einfach suchen wir hier die Osterkokons statt die Ostereier. Und ja, wer Lust hat, kann natürlich diese Seite hier brauchen, um die zu verarbeiten zu einem schönen Seidenfaden, indem man die spinnt, wie Baumwolle. Die kann man ja nicht abhaspeln wie die Seitenfäden von Bombyx mori, dem Maulbeerspinner, sondern die muss man wirklich spinnen wie Baumwolle. Schöne Farbe aber hier, sieht man dieses schöne Weiß hier. Das Substrat ist ausgetrocknet hier natürlich jetzt, man sieht hier einige dieser Kokons. Das ist eigentlich dann die Erntezeit für den Züchter von Samia Rizzini, von der Eri-Seidenraupe. Ganz einfach zu züchten bei uns, auch im Winter zu Hause, das ganze Jahr hindurch wirklich ganz, ganz einfach mit Kirschlorbeere oder auch Liguster sind da Pflanzen in unserer Gegend, überall, vor allem aber auch in den Städten und Dörfern vorhanden als Heckenpflanzen. Die meistgehasste Gartenpflanze Europas, sagt man. Bis jetzt hieß es invasive Pflanze, aber wir werden das ändern, denn von nun an ist ja Prunus lauro cerasus keine invasive Pflanze mehr, sondern eine Nutzpflanze, nämlich für die Zucht von Samia Rizzini, damit wir Seide und unsere essbaren Insekten züchten können. Ob das Bundesamt für Umwelt diese Meinung auch teilt, müssen wir noch abwarten. Im Moment sieht es noch nicht danach aus. Aber auch da wird sich früher oder später die Vernunft durchsetzen, wie das die Menschheitsgeschichte schon in den meisten Fällen eigentlich gezeigt hat. Manchmal gelegentlich mit Rückschlägen, aber ein paar Jahrhunderte später vielleicht dann doch wieder die Kurve gefunden und auf den richtigen Weg zurück. Ja, da hat es noch ein paar Raupen drin, die nicht mehr so gesund aussehen, die am Boden liegen, mitten in diesem Substrat der zerfressenen Blätter hier. Und dieser Kotpellets, da muss man dann selber schauen, was man mit denen macht. Ich habe jetzt mal hier die trotzdem zugegeben. Auch da ist eine Raupe, die sicher noch ein bisschen frisches Futter sucht. Da auf diesem dürren Ästchen, die ist sicher froh. Und da noch eine winzige, ein Kokon. Ja, also wir haben schon eine rechte Ausbeute hier an Kokons, nur schon von einer Kiste. Wenn Sie jeweils interessiert sind, gehen Sie in die englische Playlist und schauen Sie dort noch nach. Meistens mache ich das gleiche Video mit ein paar anderen Kisten dann auch noch in der englischen Playlist. Vor allem werden wir dann hier noch dieses Setting untersuchen mit diesen Dokumentenkistchen hier. Mal schauen, was sich da ergeben hat, ob wir da auch ein paar Kokons finden werden. Danke fürs Zuschauen.